Ach, im Obergelter liegt in der Nähe von Ketschamann. Wir haben nur 4 Kilometer nach Ketschach. Also es ist oberes Tal. Oberes Tal, ja. Und der Männergesangverein ist wie alt? Wir wurden im Jahr 1902 gegründet und feiern heuer den 80. Geburtstag. Wieder ein Jubelchor im Rahmen unserer Sendung, diesmal als Teilnehmer einer Veranstaltung in Hermagor. Habt ihr eigentlich gerne zugesagt, bei so einem Passionssingern teilzunehmen? Wir haben gerne zugesagt, denn wir kommen aus unserer Gemeinde heraus in die Bezirksstadt und wollen auch hier unser Können zeigen. Ist das oft der Fall? Es ist sogar sehr oft der Fall, dass wir über unsere Gemeindegrenzen hinauskommen. Wir singen nicht nur in unserem Tal, wir haben auch schon in Innsbruck gesungen und vor etlichen Wochen sogar in Stuttgart, im Raum in Stuttgart. Ach, oh Silber, sagst im Sinn, wofür uns deine Lied zu singen, wegen deinen schweren Sünden, tut man ihn mit Ketten binden und den Singen Sie diese Art von Literatur auch sonst? Singen Sie in der Kirche vollweise oder? Wir singen zu allen Festtagen in unserer Pfarrkirche und Filialkirche. Wir singen bei Begräbnissen und Hochzeiten. Wir veranstalten Liederabende und Kärntnerabende und singen zur Freude unserer Gemeindebewohner und unserer Gäste, die uns hören wollen. Also ist euch das geistliche Liedgut nicht fremd und auch nicht das Kärntnerlied? Der Chorleiter hat uns in den letzten Jahren auch in diese Literatur eingeführt und mit seiner Energie hat er es so weit gebracht, dass wir sogar mit Liebe dabei sind und singen. Dann ging er hin zu Sterben.
Bayern im Gailtal. In unserem Programmausschnitt haben gesungen das Quintett St. Jakob im Lesachtal, der Singkreis Weideck und der Männergesangverein Dellach im Gailtal.